Was haben denn bewegte Flüssigkeiten und die Relativitätstheorie von dem jungen Herrn Einstein gemeinsam? Letztes Mal hatte ich Ihnen versprochen, etwas zu Widersprüchen in der Elektrizitätslehre zu erklären. Und deswegen haben wir heute im 7. Klick der Reihe Spaß mit Elektronen eine ganze Reihe abzuarbeiten. Aber der Reihe nach. Wir haben schon relativ zu Anfang gelernt, dass Ladungen ein elektrisches Feld aufbauen, was sich im Raum ausbreitet und dass diese elektrischen Felder auf andere Ladungen Kräfte ausüben. Diese Kräfte lassen sich durch die Formel F gleich Q mal E ausdrücken und die kommt gleich aus der Definition des elektrischen Feldes, was nämlich definiert ist als die Kraft, die pro Ladungseinheit auf ein Teilchen wirkt. Das ist also die elektrische Kraft auf eine elektrische Ladung. Später haben wir dann gelernt, dass bewegte elektrische Ladungen nicht nur elektrische Felder, sondern auch Magnetfelder erzeugen. Das haben wir an dem Beispiel eines Elektromagneten gelernt, der einfach daraus besteht, dass ein elektrischer Strom durch einen elektrischen Leiter fließt. Was ich damals noch nicht erklärt hatte, war die Richtung des Magnetfeldes. Daher eine kurze Bemerkung zu den Richtungen. Das Magnetfeld, was erzeugt wird durch einen elektrischen Strom, wird durch die sogenannte rechte Faustregel oder auch Korkenzieherregel bestimmt. Dazu nimmt man seinen Daumen und bringt ihn in die Richtung der sich bewegenden Ladung. Dann zeigen automatisch die Finger der rechten Hand mit ihren Spitzen in die Richtung des Magnetfeldes, was dadurch entsteht. Früher hatte man das die Korkenzieherregel genannt, weil einen Korkenzieher muss man zumindest in vielen Ländern rechts rumdrehen, damit der Korkenzieher in Richtung nach oben bewegt wird und dann gibt der Korkenzieher die Drehrichtung der magnetischen Feldrichtung an. Man könnte hier natürlich die Frage stellen, warum ist es die rechte Hand und nicht die linke Hand? Hat die Physik, also die Natur, eine Symmetriebrechung begangen? Symmetrien spielen eine sehr große Rolle in der Physik und deswegen lohnt es sich auch über solche Symmetrien oder gebrochenen Symmetrien zu sprechen. Aber in unserem Fall hat das einfach damit zu tun, dass die Menschen das so definiert haben. Das hat mit dem Magnetfeld der Erde zu tun und was man Nord- und Südpol nennt und in welche Richtung man die Feldlinie definiert. Es ist also eine reine Konvention und hat keine tiefere Bedeutung. Was ich Ihnen in den letzten Clips noch nicht erklärt habe, ist die sogenannte Lorentzkraft. Wenn sich nämlich eine elektrische Ladung in einem Magnetfeld bewegt, also jetzt nicht in Ruhe ist, sondern sich bewegt, dann wirkt auf die elektrische Ladung eine Kraft durch dieses Magnetfeld. Bisher hatten wir gelernt, elektrische Ladungen erfahren Kräfte durch elektrische Felder, die Kräfte durch Magnetfelder kommen dazu, aber eben nur dann, wenn die Ladungen auch in Bewegung sind. Diese sogenannte Lorentzkraft ist hier unten durch die Formel angegeben. Da steht die Lorentzkraft, also die Kraft auf bewegte Ladungen, hängen ab von erstens der Ladung, was logisch ist, zweitens von der Geschwindigkeit. Wir hatten ja gesagt, dass bei ruhenden Ladungen die Kraft gleich Null ist, also muss die Kraft von der Geschwindigkeit abhängen. Und drittens natürlich vom Magnetfeld. Und damit kriegt man die Formel, dass die Kraft proportional zur Ladung, zur Geschwindigkeit und zum Magnetfeld ist. Und das Produkt der drei Größen ergibt dann also die Größe der Kraft. Aber hierbei sind Besonderheiten zu berücksichtigen. Das erste Besondere der Lorentzkraft ist, dass die Kraft sowohl senkrecht auf der Bewegungsrichtung als auch senkrecht zu den magnetischen Feldlinien ist. Das heißt also, wir müssen eine Richtung definieren, die senkrecht auf zwei anderen Richtungen ist. Wobei im allgemeinsten Fall das Magnetfeld und die Bewegungsrichtung nicht aufeinander senkrecht stehen müssen. Hier ist es so, dass die Lorentzkraft sich an die sogenannte rechte Handregel hält. Die rechte Handregel besteht aus Folgendem: Man nimmt die rechte Hand, man nimmt den Daumen und bringt die in die Richtung des ersten Vektors, man nimmt den Zeigefinger in Richtung des zweiten Vektors und dann zeigt der Mittelfinger in Richtung der Lorentzkraft. In unserem Fall also ist die erste Richtung das V, die zweite Richtung ist das B und die dritte Richtung ist die Lorentzkraft. Es gibt ganz schlaue Leute, die nehmen ihre Hand so,
Das funktioniert also nicht. Sie müssen schon eine natürliche Stellung Ihrer Hand bewahren. Und das andere ist wieder die Frage, warum nimmt man nicht die linke Hand? Nun, man nimmt die rechte Hand, weil man vorher auch die rechte Hand benutzt hat, um die Magnetfeldlinien zu definieren. Man hätte das Ganze auch umgekehrt machen können. Also, bei positiven Ladungen nimmt man die rechte Hand, bei negativen Ladungen bekommt man das Umgekehrte. Da muss man also entweder den Mittelfinger in die andere Richtung biegen oder man nimmt für den Fall, dass man negative Ladungen hat, dann wirklich die linke Hand. So, mit dieser Formel und dieser rechte Handregel kann man jetzt also die Kraft auf bewegte Ladungen, bewegte elektrische Ladungen im Magnetfeld bestimmen. Dazu habe ich Ihnen ein kleines Experiment vorbereitet. Was man dazu braucht, ist zunächst mal ein Glas Whisky oder, das ist falsch ausgedrückt, Sie brauchen ein Whiskyglas und Wasser da drin. Ist also wirklich nur reines Wasser, was Sie dafür brauchen. Und dann zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie mit diesem Whiskyglas, was mit Wasser gefüllt ist, ein Experiment machen können, was die Lorentzkraft zeigt und indirekt sogar Effekte der speziellen Relativitätstheorie von Einstein. Dazu brauchen wir einfach nur dieses Wasserglas nehmen. In dieses Wasser schütten wir ein wenig Salz rein. Das Salz brauchen wir, damit das Wasser leitfähig wird. Als nächstes nehmen wir einen Magneten. Ich habe hier diesen Würfel. Dieser Würfel ist ein Magnet. Das Erste, was ich jetzt machen muss, ist zu bestimmen, wo der Nord- und Südpol sind. Nun, das kann man ganz einfach, indem man einen Nagel da vorhält und dann spürt man, welche die beiden Seiten sind, die den Nagel besonders stark anziehen. Und das ist also der Nord- und der Südpol. Wobei ich nicht weiß, welches der Nord- und welches der Südpol ist. Diesen kleinen Magneten, einen Neodym-Magnet, bringe ich jetzt in dieses Glas hinein. Dazu muss ich Ihnen sagen, das ist eigentlich keine gute Idee. Neodym-Magnete sind beschichtet und in dem Salzwasser geht diese Beschichtung vermutlich kaputt. Und Neodym an sich ist giftig, das heißt also eigentlich nichts, was man auf diese Art und Weise hier machen sollte. Insbesondere Kinder sollten das nicht nachmachen, vor allen Dingen auch nicht, weil wir hier mit elektrischem Strom und Wasser hantieren, was auch nicht so ganz ungefährlich ist. Prinzipiell kann man das Experiment auch besser machen und da gibt es zahlreiche Videos auf YouTube, wo das erklärt wird, was wir hier machen, auf eine Art und Weise, die etwas professioneller ist, als ich das hier auf die Schnelle zu Hause mache. Also schauen Sie sich noch andere Videos an, da können Sie das dann nochmal schauen, wie das dann noch besser funktioniert als bei mir. Ich habe jetzt hier den Magneten in dem Wasser, in dem Salzwasser und zusätzlich noch zwei elektrische Leiter reingebracht. Da habe ich Kupferkabel genommen. Ich hatte es zuerst ausprobiert mit Eisenplättchen. Aber da ist das Problem, dass einem der Magnet immer dahin fliegt, weil der einfach das Eisen anzieht. Mit Kupfer geht es wunderbar. Das Ganze wird jetzt an ein Netzteil angeschlossen. Das würde im Prinzip auch mit einer Batterie funktionieren. Das wäre ungefährlicher. Und wenn man den Strom einschaltet, sieht man jetzt Folgendes. Man hat eine rote positive Elektrode und eine schwarze negative. Da entstehen jetzt kleine Bläschen an der Elektrode. Das kommt daher, dass der elektrische Strom das Wasser zerlegt in Wasserstoff und Sauerstoff. Und weil wir Salz drin haben, Kochsalz besteht aus Natrium und aus Chlor, entsteht auf der einen Seite jetzt auch noch Chlor. Auch ein Gas, was nicht ganz ungefährlich ist. Das alles hat aber noch nichts mit der Lorentzkraft zu tun. Die Lorentzkraft sieht man dann erst richtig, wenn man das Wasser färbt. Darum habe ich hier eine Tintenpatrone genommen und tropfe ein bisschen von der Tinte hinein. Und was sehen wir da? Wir sehen jetzt, dass das Wasser in starker Bewegung ist. Und zwar insbesondere, dass das Wasser an der oberen Elektrode unten rechts dran vorbeigeht, also von links nach rechts. Und dass das Wasser an der unteren Elektrode ebenfalls oberhalb von links nach rechts vorbeigeht. Und zwar mit recht erheblichen Geschwindigkeiten. Was würden wir erwarten? Wir würden erwarten, dass Elektronen und Ionen, positiv und negativ geladene, im Wasser von der einen Elektrode zur anderen wandern, also von oben nach unten oder von unten nach oben.
In Wirklichkeit sehen wir aber eine starke Bewegung von links nach rechts an beiden Elektroden. Das Ganze ist ein bisschen undeutlich dadurch, dass das Ganze ja dreidimensional ist. Der Magnet liegt so, dass einer der beiden Pole, Nord- oder Südpol, oben liegen, dass das Magnetfeld oben drüber vertikal nach oben geht. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich dreidimensional und die Flüssigkeit, die oben nach rechts rüber fliegt, die muss unten oder an den Seiten wieder nach links zurückfließen. Das heißt also, das Ganze ist relativ kompliziert. Dazu kommt, dass die elektrischen Felder in der Nähe der Drähte viel stärker sind als dazwischen. Dass wir hier also keinen besonders sauberen Versuchsaufbau haben. Trotzdem, denke ich mal, ist hier ganz deutlich gezeigt worden, dass es hier hohe Geschwindigkeiten in transversaler, also in seitlicher Richtung gab. Wie kann man das Ganze erklären? Nun, das Ganze ist eine Folge der Lorentzkraft. Das sehen wir hier auf dem Diagramm. Da sehen wir also den oberen und den unteren Draht. Der obere ist negativ, der untere ist positiv. Das heißt also, wenn positive Ionen von dem unteren Pol abgestoßen werden und zum negativen wandern, dann wandern sie von unten nach oben und die negativen Ionen und die Elektronen wandern von oben nach unten. Aber aufgrund des Magnetfeldes wirkt nicht nur die elektrische Kraft, sondern auch eine Magnetkraft. Nehmen wir mal an, die Feldlinien oberhalb des Magnetes, der da im Zentrum steht, gehen nach oben. Was passiert dann? Wir haben eine Bewegung der positiven Ionen von unten nach oben. Dann haben wir die Feldlinien, die aus dem Wasser nach oben, aus der Zeichenebene herausgehen. Und das führt dann dazu, dass aus Ihrer Sicht die Ionen nach rechts abgelenkt werden, also auf dem Blatt in die rechte Richtung, nach rechts oben. Und das ist genau das, was man beobachtet. Wie ist es bei den negativen Ionen, die von oben runterkommen? Dann nehmen wir die linke Hand, die gehen also von oben nach unten. Dann geht es aus der Zeichenebene wieder das Magnetfeld heraus. Dann zeigt die Lorentzkraft also aus Ihrer Sicht gesehen wieder nach rechts, und das ist eben genau das, was wir auch bei den negativen Ionen sehen. Das heißt also, die positiven Ionen werden nach rechts abgelenkt in ihrer Flugrichtung, die negativen umgekehrt werden in Linkskurven abgebogen, aber weil sie aus der anderen Richtung kommen, geht also beides im Wasserglas oder Whiskyglas, könnten wir sagen, nach rechts oben rüber. Das heißt, alle Ionen, die elektrisch geladen sind, werden in dieser Konfiguration in dieselbe Richtung gebracht und das führt dann zu einem Wasserstrudel, der eben in diese Richtung geht. Mit anderen Worten, wir haben hier, obwohl wir keinerlei bewegliche mechanische Teile hier haben, haben wir eine Pumpe erfunden. Eine Pumpe, die das Wasser in eine bestimmte Richtung pumpt. Sowas kann man sogar technisch nutzen. Und man kann damit im Prinzip Boote antreiben oder sogar auch Raketen antreiben, wenn man die Flüssigkeit durch ein Plasma ersetzt. Was haben wir also gelernt? Wir haben gelernt, dass die Lorentzkraft eine starke Kraft darstellt, die wirklich Massen in Bewegung setzen können, in unserem Fall eben die Flüssigkeit in dem Glas. Damit haben wir also unser kleines Experiment schon verstanden. Und zum Schluss möchte ich Ihnen jetzt noch eine ganz wichtige Sache erklären. Und zwar wird man auf diese Sache gestoßen, wenn man ein bisschen tiefer über die Lorentzkraft nachdenkt. Und das ist genau das, was Einstein gemacht hat. Und unter anderem deswegen wurde Einstein auf die Relativitätstheorie gestoßen, die er so entwickelt hat, dass er die Effekte der Lorentzkraft verstehen kann. Dazu möchten wir folgendes Gedankenexperiment machen. Ein Gedankenexperiment ist kein echtes Experiment, das heißt, man lernt da nicht wirklich was über die Natur. Physiker müssen ja immer auf die Natur zurückgreifen, um wirklich Erkenntnis zu sammeln. Aber so ein Gedankenexperiment ist unheimlich hilfreich, weil man das Experiment machen kann, ohne dass man irgendwelche Geräte kaufen oder zusammensetzen muss oder irgendwelche seltsamen Kabel und Magnete zusammenbringen muss, was dann nicht so richtig gut funktioniert. Stattdessen ist so ein Gedankenexperiment rein im Kopf der Person und
der Vorteil von dem Gedankenexperiment ist, dass man über eine Theorie nachdenken kann und checken kann, ob die in allen möglichen Konfigurationen an sich konsistent ist. Es ist so eine Art Konsistenzcheck einer Theorie und erlaubt einem auch, neue Experimente zu entwickeln, die dann die Theorie vielleicht unterstützen oder widerlegen können. Ist also eine wichtige Sache und wir machen das jetzt mal mit elektrischen Ladungen. Dazu haben wir also folgenden Aufbau. Stellen wir uns vor, wir haben also eine Reihe positiver Ladungen, zum Beispiel in einem Draht auf der linken Seite und rechts daneben noch einen zweiten Draht mit positiven Ladungen. Wenn nur diese positiven Ladungen da wären, würden die sich elektrisch abstoßen. Die linken Teilchen würden eine Kraft nach links erfahren, die rechten Teilchen würden eine Kraft nach rechts erfahren, weil die beiden positiven Ladungen sich abstoßen. Diese elektrische Kraft wird erzeugt durch ein elektrisches Feld und ein Magnetfeld ist in dem ganzen Aufbau nicht zu finden. Es sind keine Magnete da und es bewegen sich auch keine Ladungen. Wenn jetzt im nächsten Schritt in dem einen Draht ein Strom fließt, das heißt also, wenn in dem einen Draht die positiven Ladungen sich nach oben in Bewegung setzen, dann entsteht ein Magnetfeld nach der rechten Ausregel, geht das Magnetfeld so wie eingezeichnet um diesen Draht herum. Und dieses Magnetfeld kann man jetzt von außen mit einem Kompass zum Beispiel wieder in dem Bild messen. Und man stellt fest, dass da, wo die Person ist, das Magnetfeld von hinten nach vorne herauskommt aus der Zeichenebene. Zusätzliche Kräfte gibt es nicht, weil ja elektrische Ladungen nicht auf Magnetfelder reagieren normalerweise. Im zweiten Fall machen wir dasselbe mit dem rechten Draht, dann erzeugt der das Magnetfeld, das breitet sich im ganzen Raum aus, aber ansonsten passiert da auch nichts. Jetzt nehmen wir den Fall, dass in beiden Leitern Strom fließt. Dadurch wird jetzt in beiden Leitern ein Magnetfeld erzeugt und die beiden Felder überlagern sich. Und dann ist die Frage, was ist jetzt neu, was vorher nicht da ist? Und das ist die Lorentzkraft. Denn wir haben ja jetzt bewegte Ladungen, die sich in einem Magnetfeld bewegen, was von einer anderen Stelle aus erzeugt wurde. Das heißt also, auf diese bewegten Ladungen wirkt jetzt die Lorentzkraft. Und das ist hier in dem Diagramm eingezeichnet. Nehmen wir jetzt mal an, in beiden Leitern fließt Strom. In beiden Leitern haben wir die Geschwindigkeit V, die nach oben zeigt. Dann haben wir, wenn wir jetzt nur den rechten Leiter betrachten, auf der rechten Seite ein Magnetfeld, was in die Zeichenebene hineingeht. Die Bewegung geht nach oben. Das Kreuzprodukt, so nennen die Mathematiker, aus V Kreuz B nach der rechten Handregel, geht also V nach oben, B geht in die Zeichenebene rein, sodass die Lorentzkraft also nach links geht. Und das ist hier auch eingezeichnet. Die Lorentzkraft geht nach links, das heißt also, die Ladungen des rechten Leiters erfahren eine Kraft nach links. Das heißt also, der rechte Leiter wird mit einer Kraft nach links rübergezogen. Aus Symmetriegründen ist es bei dem linken Leiter genau umgekehrt. Auch der linke Leiter erfährt eine Kraft auf den anderen Leiter zu. Da kommt das Magnetfeld aus der Tafelebene heraus, sodass wir also jetzt folgende Situation haben. Wenn wir die Gesamtkräfte untersuchen, wir haben am rechten Leiter eine elektrische Kraft, die nach rechts wirkt und eine Lorentzkraft, die nach links wirkt. Das heißt, die Lorentzkraft kompensiert einen Teil der elektrischen Abstoßung. Auf dem linken Leiter passiert das Gleiche, nur mit umgekehrter Richtung. Das heißt, auch hier kompensiert die Lorentzkraft einen Teil der elektrischen Abstoßung. Die Lorentzkraft geht da nach rechts und die elektrische Abstoßung nach links. Mit anderen Worten also, die Theorie der elektromagnetischen Kräfte besagt, wenn in zwei Leitern positive Ladungen nach oben fließen, diese Lorentzkraft entsteht, die einen Teil der elektrischen Kraft kompensiert. Und in den nächsten Punkt kommt jetzt Einsteins Relativitätsidee dazu. Einstein sagt, wenn in beiden Leitern sich die Ladungen nach oben bewegen, kann ich ja mit den Leitern mitfliegen. Zu seiner Zeit hat er immer Beispiele mit Zügen gebracht, in denen er sich gegenüber der Umwelt bewegt und in den Zügen passieren bestimmte Dinge.
Man kann es auch mit Raketen erklären oder mit Autos. Und das ist jetzt hier in der nächsten Folie schematisch dargestellt. Wir haben jetzt hier wieder die beiden Leiter, in denen sich die positiven Ladungen befinden. Und wir haben unten links den Beobachter. Solange die Protonen in Ruhe sind, ist das Magnetfeld null. Wenn jetzt der Beobachter sich mit den positiven Ladungen gleichzeitig in Bewegung setzt, dann sehen wir, dass aus Sicht des Beobachters die Protonen in jeder Zeit ruhen. Das heißt also, aus Sicht dieses mitbewegten Beobachters gibt es kein Magnetfeld. Und wenn der mitbewegte Beobachter einen Kompass mitnimmt, wird er auch keinen Ausschlag auf seinem Kompass finden. Das heißt also, der mitbewegte Beobachter sieht wirklich keinerlei Magnetfeld, obwohl der zurückgelassene Beobachter, der sieht, wie das ganze System wegfliegt, der zurückgelassene Beobachter, der würde in seinem Kompass einen magnetischen Ausschlag sehen, so wie wir das eben erklärt haben. Mit anderen Worten also, wenn man lang genug darüber nachdenkt, findet man, dass die Theorie der elektromagnetischen Kräfte, das ist das, was Maxwell in seinen vier wichtigen und bedeutenden Gleichungen zusammengesetzt hat, dass diese vier Maxwell-Gleichungen bei bewegten Beobachtungen zu scheinbaren Widersprüchen führen. Und diese Widersprüche, die wir hier ganz klar gesehen haben, die hat Einstein durch seine Relativitätstheorie gelöst. Was er also da machen musste, ist Folgendes. Er hat erstens gezeigt, dass aus dem Magnetfeld ein elektrisches Feld wird und umgekehrt, wenn man sich bewegt. Das heißt also, diese strikte Trennung von Magnetfeld und elektrischem Feld, die wir eingeführt haben, die löst sich in der Relativitätstheorie auf. Und in der Relativitätstheorie kann jederzeit aus einem elektrischen ein magnetisches Feld werden und umgekehrt. Das Ganze ist also eine Frage der Bewegung des Beobachters. Das heißt also, die Größe des elektrischen und magnetischen Feldes ist für jeden Beobachter unterschiedlich, abhängig von seiner Geschwindigkeit. Und das Zweite, was Einstein machen musste, damit das auch mit den Kräften hinkommt und dem Ausschlag der Kompassnadel, ist, dass er den Raum und die Zeit ebenfalls miteinander in Verbindung bringen musste und sagen musste, dass Raum und Zeit einen gemeinsamen neuen Raum ergeben, einen vierdimensionalen Raum. Und da gilt auch, dass die Größe des Raumes und die Größe der Zeitdauern miteinander in Beziehung stehen und man nicht sagen kann, eine Zeit dauert eine bestimmte Länge oder eine Größe ist ein bestimmter Wert, sondern dass auch Längen und Zeiten abhängig sind von dem Bewegungszustand des Beobachters. Das nennt man dann Längenkontraktion oder Zeitdilatation. Dieses Clip hat leider jetzt nicht die Zeit, Ihnen in allen Details die Relativitätstheorie zu erklären. Aber das Wichtige ist, dass Sie verstehen, dass die Relativitätstheorie letztlich versteckt schon in den Maxwell'schen Gleichungen zu finden war. Und jeder, der da lang genug drüber nachgedacht hat, musste einsehen, dass die klassische Mechanik und die klassische Denkweise nicht reichten. Man musste in diese vierdimensionalen Räume gehen und man musste magnetische und elektrische Kräfte als Einheit sehen, um ein konsistentes Verständnis dieser Vorgänge wie in diesem Gedankenexperiment zu bekommen. Ein letzter Punkt noch zu dem Thema Relativitätstheorie. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man alles aus beliebigen Bezugssystemen betrachten kann? Warum sagt man nicht, wir betrachten die Dinge, die hier auf der Erde passieren, die Erde ist in Ruhe, wir bewegen uns nicht gegenüber unserer Außenwelt und damit können wir die Sachen auch dann beschreiben, wenn sie nicht unabhängig vom Bewegungszustand des Beobachters sind. Nun, das geht aus folgendem Grund nicht. Sie alle wissen, wir sind auf der Erde hier, die Erde dreht sich um sich selber. Wenn man die Rotationsgeschwindigkeit ausrechnet, hier zum Beispiel in Europa, so kriegt man raus, dass allein unser Erdboden sich aufgrund der Rotation der Erde mit einer Geschwindigkeit von über 1000 Stundenkilometer bewegt. Und zwar morgens in die eine Richtung und abends in eine andere Richtung im Vergleich zum Stand der Sonne.
Dann wissen wir noch, die Erde rotiert um die Sonne. Das heißt, auch da ändert sich ständig die Flugrichtung der Erde. Die Sonne selber bewegt sich in der Milchstraße auch mit extrem hoher Geschwindigkeit. Und so ist alles in Bewegung und jede Minute bewegen wir uns in eine andere Richtung. Und damit wir nicht jede Minute ein anderes physikalisches Ergebnis bekommen und andere physikalische Gesetze aufstellen müssen, darum ist es ganz wichtig, dass die Physik unabhängig vom Bewegungszustand immer die gleiche ist. Das heißt also, die Physiker nennen das, die Grundgleichungen der Physik müssen alle invariant sein gegenüber sogenannten Lorentz-Transformationen, also Transformationen des Bewegungszustandes. Eine Formel wie zum Beispiel die Maxwell-Gleichung gilt in jedem dieser Bezugssysteme unabhängig davon, ob man jetzt im Zug sitzt oder in einer Rakete sitzt oder auf der Erde sitzt und unabhängig davon, ob es morgens oder abends ist. Die Gleichungen ändern sich nicht. Das heißt, die sind invariant gegenüber diesen vielen Bewegungen, mit denen wir uns die gesamte Zeit hier durch das All bewegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit haben wir also gezeigt, dass Elektrizität und der Spaß an den Elektronen letztlich zur Relativitätstheorie führt. Und in den nächsten Clips kommen wir dann zu der Wechselwirkung mit Materie und zur Quantenmechanik. Wir können zeigen, dass auch die Quantenmechanik letztlich aus der Theorie der Elektrizität herzuleiten ist. Thank you.